sehr. Hallo, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast reden wir nicht über DC Super Pets. Wie heißt der Film, von wo Thorsten mitspielt? DC League of Super Pets, in dem Thorsten ja Batman spricht. Das ist ja jetzt raus. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Es gibt ja immer so ein Embargo und da darf man nicht drüber reden. Also wir wussten nicht, dass das Embargo jetzt gefallen ist. Wir werden aber im folgenden Podcast mit Thorsten ganz ins Detail gehen und euch wirklich absolute Geheimnisse über die ganzen Aufnahmen von DC League of Super Pets erzählen. Die Frau, auf deren Namen ich nicht gekommen bin, bei deren Show ich anstelle von Thorsten auftreten musste, das werdet ihr dann verstehen, wenn ihr den Podcast seht, heißt Sabine Bode. So, jetzt habe ich es gesagt. Es tut mir leid, dass ich deinen Namen vergessen habe. Wenn ihr Gary Streberg mal ausreden hören wollt, dann solltet ihr den Cinema-Podcast Shortcuts hören, in dem Gary Streberg zu Gast ist. Und wir haben ganz am Ende noch eine Überraschung für euch, denn wir waren in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und am Ende dieses Podcasts, quasi so als Post-Credit-Scene, haben wir einen kleinen, einen relativ spoilerfreien Ausblick darauf. Ersteindruck, unser Senf. Aber wie gesagt, das alles mit einem Special Guest. Das war jetzt genug geteasert und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Streter Bender Streberg. Dieses Mal bei Streter Bender Streberg. Ich hoffe nur, dass das Avatar, weil Kollege Cameron hat ja wenig anderes gemacht, als daran rumzuschrauben. Naja, er ist dann nochmal zum tiefsten Punkt der Erde getaucht zwischendrin, aber... Aber sowas ist auch an einem langen Wochenende erledigt. Ja, ja, da ist Marianengraben. Und dann den Michaelgraben und dann... So. Und dann geht's zünftig zur Sache hier. Der Spalten. Ja, jetzt spielen wir einen zünftigen Crunch hier. Ja, hey, das ist der Fedder-Eddy und der Cobain-Kurt und jetzt wird ein zünftiger Crunch gespielt. Tektonische Schubplatten. Sauer hier, auf geht's, bumm. Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg. Herzlich willkommen zu Streiter Bender Streberg, der Podcast, die 96. Ausgabe. Das heißt, wir haben noch drei Folgen, dann kommt die 100. Das ist Mathematik. Und ich werde ständig gefragt, was macht ihr denn da? Bis 100. Was macht ihr denn da? Und vor allem, wen habt ihr denn da? Arkham Asylum? Ja. Mhm. Ja. Mal müssen wir gucken. Wir müssen mal überlegen uns noch was. Wir sind in einem Studio. Das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich hier in einem Studio sind. In einem richtig professionellen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wir haben gedacht, wir gehen in ein professionelles Studio und haben Kopfhörer auf und labern uns dann nicht rein. Ihr merkt, es funktioniert nicht. It doesn't work. Wenn es eine Kritik immer an uns gibt, ist das, dass wir uns gegenseitig ausreden lassen. Hört's auf. Wir haben einen englischen, otherwise overcross wir haben einen englischen Simultan-Streter. Ich bin der Simultan, also ich bin Sultan, aber gleichzeitig auch... Der Simultan. Habt ihr die Straße vorne gesehen, die heißt Saladin-Schmidt-Straße? Ja. Ist Saladin nicht auch so ein Ding? Saladin-Schmidt-Straße, das war ein Intendant des Bochumer Schauspielhauses. Ja. Der hieß aber nicht mit Vornamen so. Saladin ist doch so ein arabischer Titel. Kannst du halt mal vor, die ganzen Saladine kommen zusammen, um den Orient zu entscheiden. Und die heißen alle, und dann so, und das ist Saladin-Schmidt, Jürgen Schmidt. Dieser Sarrazin? Sarrazin, Thilo Sarrazin, der hat damals... Ja, so ein Arsch aus Berlin. Ja, ja, genau, ein Arsch aus Berlin. Also kann man einfach jetzt mal so sagen. Ja, darf man, glaube ich, auch sagen. Ne? Ja, ja. Man darf bestimmte Leute Arschlöcher nennen oder doof nennen. Und die können dann sich dann entschuldigen. Egal. Aber wir befinden uns hier im Studio Donner, das können wir ruhig sagen. Und Donner. Das ist ein professionelles
Podcast-Studio. Im Gegensatz zu uns ist es Gegensatz zu uns. Also es wird automatisch wird das hier aufgewertet. Ich muss aufstoßen. Genau, und Tim sitzt am Mischpult und rauft sich jetzt schon die Haare. Ja. He is ruffing his hairs. Aber wir haben sehr viel zu besprechen. We have so much. Es war ein sehr arbeitsreicher April. It was an April full of work. Halt die Fresse jetzt mal. Halt doch mal die Fresse. Vor allen Dingen, ich kapiere das überhaupt nicht. Der behauptet doch immer, er spricht kein Englisch. Warum guckst du Sachen auf Deutsch? Er kann Englisch. Er tut nur immer so. Er kann unheimlich gut. Ja, it's just a mimicry. Thorsten hat so ein bisschen Nachholbedarf, weil du hattest erst 3 Sendungen, die du jetzt gedreht hast von deiner eigenen Show und hat immer noch nicht genug. Ja. Haben die anderen dich nicht ausreden lassen? The other, doch. Ja, das wer war denn zu Gast, Thorsten? In den Sendungen. In deinen Sendungen, in den Streter. Es war natürlich, ich hatte da sehr, sehr charmant Till Reiners, absolut kruder Talk, super. Dann Bärbel Schäfer, ein persönlicher Wunsch auch von mir, wie sie ja alle persönliche Wünsche sind von mir. Bärbel Schäfer, super nice. Hast du zu ihr gesagt, lutsch mich rund und nenn mich Bärbel? Ja, ich hab's gebracht. Okay. Und ich hab gesagt, wir haben einen Podcast, ja klar. Ich hab gesagt, wir haben einen Podcast, der heißt wie du. Wie heißt der denn? Ich sag, lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Das habe ich ihr gesagt. Und ja, klar. Ja, sicher. Ja, in der Garderobe oder voll auf einer Kamera? Ja. Voll auf einer Kamera. Ja, das wäre ja mal schön. Ist ja toll. Okay. Das ist eine Werbung. Promotion. Da bin ich mal gespannt. Und es waren so 4 Leute vom Fanclub da, die dann auch, die anderen so. Die weißt? Und dann hatte ich noch, ich will jetzt erzählen, was für Gäste ich hatte. Ja. Das ist ein Durcheinander hier. What kind of shizzle is it you? Oh, shizzle. Oh. Thank you. Thanks a lot. You're welcome. Könnten im Urlaub gemacht worden sein. Ja, könnten im Urlaub gemacht. Knick, knack. Wundert sie? Sind der Drom oder was? Flotte Tüte, tauber Vogel. Knick, knack. Nee, wenn Sie mich verstehen. Ja, mach ein bisschen runter. Oder mach den Kopf runter. Lass das Mikrofon so. Hallo? Ich habe... Ja, Michael Mittermeier war doch auch noch da. Ein Michael Mittermeier hatte ich auch noch, wurde mir angeliefert. Der Michael war da, dann war... Hey, ich bin wieder da, hey! Ja, dann... ja, Entschuldigung. Die Frau Karasek? Die Frau Karasek, Laura Karasek, ganz charmante Dame, sehr, sehr lustig. Ja. Guter Talk, ganz toll, also super. Ja. Ich war ja auch und bin immer noch, und das ist ja auch das, ich bin ja noch ein Riesenfan ihres Vaters auch. Ja, Stil ein bisschen im Interview, aber sie hat mir das nicht übel genommen. Nein. Und dann hatte ich natürlich noch Kurt Krömer kam gestern, vorgestern. Und es war eine, da habe ich mir natürlich erlaubt, mit Kurt nur einen Gast zu haben. Mhm. Und ich habe eine Sendung gemacht über mentale Gesundheit und wir haben ziemlich viel, ich habe auch meine Rubriken gemacht und Tino hat ganz was wahnsinnig Gutes gemacht. Tino Bommelino. Bommelino, Hammer. Tino Bommelino hat ein Mörder-Set gespielt, hätte ich beinahe gesagt. Aber es war etwas ganz Wahrhaftiges gemacht. Und Kurt war da und es war schon... Demnächst das war auf sehr schön. WDR. Das war gut, ja. Helmut das war Karasek, geil. Gary, du als großer Billy Wilder-Fan? Ja, natürlich. Das habe ich auch der Laura gesagt, der Frau Karasek, dass ich die Biografie von ihrem Vater, die Billy Wilder-Biografie, mindestens 4-5 Mal schon gelesen habe. Ich liebe die heiß und innig, weil auch Billy Wilder einfach auch großartige Geschichten erzählen konnte. Helmut Karasek hat die sehr gut, sehr schön zu einer Biografie zusammengearbeitet. Für und sie hat dann mir tatsächlich erzählt, dass sie Billy Wilder kennengelernt hat. Das ist, da habe ich sie natürlich jetzt sehr drum beneidet. Jetzt kennst du schon 2 Leute, die mit Billy Wilder gesprochen haben, denn Gary Streberg, unser lieber Gary, war zu Gast bei dem Cinema-Podcast. Genau. Ich glaube Shortcuts oder Shortcuts. Der Interview-Podcast von Cinema. Und da hast du auch darüber gesprochen. Und da ging es auch um Helmut Karasek, der ja zusammen mit Volker Schlöndorff diese Interviewreihe gemacht hat mit Helmut Karasek. Und dein Kollege, also der Chefredakteur der Cinema, Philipp Schulz, Schulze. Der hat dir erzählt, dass er Billy Wilder tatsächlich mal kennengelernt hat. Ja. Ich glaube in Berlin. Und ich wollte übrigens... Die Tragik deines Lebens ist, dass du noch Leute kennenlernst, die auch Billy Wilder kennengelernt haben. Ja. Aber du hast ja auch Steven Spielberg kennengelernt an einem Tag, wo ich leider arbeiten musste. Ja, da warst du in Berlin. Was man so Arbeit nennt. Ja, das stimmt. Ja, nun, was aber darüber machen? Redest du auch. Dafür haben wir aber alle zusammen... Will Smith getroffen. Und er hat uns nicht geschlagen. Aber wir haben die Hand geschüttelt, die Chris Rock. Die uns Rock, füttert. Was? Die nein. Die Chris Rock. The hand that rock the cradle. Chris rocks the cradle. That rocks the Chris. Nein, das muss jetzt heißen, the hand that cradled the rock. Nee, wieso? Er hat doch nicht Dwayne The Rock Johnson gehauen. Nee, aber the Chris hand Rock. Chris ja. Rock. Ach so. Ja, ja gut. Okay. Da war ich kurz konsterniert, als ich es gesehen habe, weil das ist, wie gesagt, aber ich habe da eine eigene Meinung zu.
Ja, sollen wir das kurz thematisieren? Weil das ja, in aller Kürze. Wird von Trilliarden von Leuten angesprochen. Was sagt ihr denn dazu? Ich habe dazu auf Twitter was gesagt und das hat auch irgendwie 8000 zustimmende Klicks bekommen, was mich freut. Habe ich nicht bemerkt. Ja. Naja, weil Thorsten auch fast täglich twittert. Ja. Ich twitter einmal im Jahr. Beim Twitter ist das so, ich twitter dann, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich was sagen will. Ja. Und ganz, ganz häufig denke ich mir, alles, was ich sagen könnte, hat Micky Beisenherz vor 4 Stunden besser gesagt. Das ist ja das Problem bei Twitter. Das Problem bei Twitter ist ja nicht Elon Musk, sondern es ist Micky Beisenherz. Ja. Es gibt Leute, die so lustige Sachen twittern, dass ich mir da Screenshots von mache, weil ich mich darüber auch in der Woche noch scheckig lache. Ja. Ich gucke, kann ich jetzt nicht. Und das ist, und ich will dann nur, wenn jemand stirbt, schreibe ich was, den ich sehr mochte. Ja. Oder wenn es wirklich über Tisch und Bänke geht. Und wenn ich denke, okay, ich trage vielleicht mal was bei. Ansonsten lese ich von allen alles so. Okay, also was sagen wir denn dazu? Sag mal deine. Ja, nix, ne? Das ist halt, wie ich schon sagte, es gibt weder den geringsten Grund, außer sich selbst zu erhöhen, einem Oliver Pocher ins Gesicht zu schlagen, während der sich einen Boxkampf anguckt. Mhm. Ziemlich armselig. Und es gibt auch keinerlei Gründe, körperliche Gewalt gegen Chris Rock, egal wie schlecht der Witz war. Mhm. Also vor allen Dingen aufzustehen, dahin zu gehen, die Strecke zu machen, Chris Rock steht da und ihm dann ins Gesicht zu schlagen. Das ist so, das legitimiert jede Form von Gewalt, wenn ein Hollywood-Star das macht. Also es ist einfach so dieses, siehst du, Will Smith ist auch die Hand ausgerutscht. Das ist, weißt du, das ist genau. der häuslichen Gewalt im Hinterland von Illinois Tür und Tor mit geöffnet mit so einer Scheiße. Hm. Der Mann hat einen Vorbildcharakter, also schlägt man anderen Leuten nicht ins Gesicht. So. Macht das was mit der Arbeit von Will Smith, also mit der kommenden, mit den kommenden Filmen und so und den Serien, die er dreht? Wird man die jetzt anders sehen? Ich darf schon, jetzt 10 Jahre nicht zur Oscarverleihung, was er... Naja, das ist ja nicht wirklich eine Strafe. Das ist keine Strafe, bis an dem Tag vor der Oscarverleihung, verstehst du? Ja. Nein, es ist wunderbar, der Kollege von Saturday Night Live, der Ehemann von Pete Davidson, der Ehemann Justin, ich weiß nicht, wie er heißt. Ach, ja, ja, der Ehemann von Scarlett Johansson hat gesagt, das wäre ja keine Strafe, 10 Jahre nicht zur Oscarverleihung zu kommen. Eine richtige Strafe wäre gewesen, die nächsten Oscars zu moderieren. Das wäre eine richtige Strafe gewesen. Naja, ich sag mal so, jetzt musst du dir überlegen, der hat für King Richard einen Oscar bekommen und das auch zu Recht. Jetzt stell dir vor, ich meine, wahrscheinlich wird er jetzt erstmal wie Bill Murray, also ich bin ja unbedingt dafür, dass Menschen richtig was auf die Finger kriegen, wenn sie Scheiße bauen. Ein Bill Murray hat, na gut, das ist jetzt noch ein anderes Thema, ist jetzt erstmal vom Dreh entfernt worden, weil er Leuten schon mal in die Schulter fasst und so ein bisschen vertraulich ist und nochmal bing, bing, komödiantisch am Zopf zieht oder so. Das halte ich für übertrieben, einerseits. Andererseits war ich überhaupt nicht dabei. Ich weiß also nicht, wie das angekommen ist, von daher halte ich das Maul. Aber bei Will Smith ist es so, dass der jetzt, ich meine, der wird ja die nächsten 10 Jahre trotzdem Filme drehen, sag ich mal. Ja. Und wenn der da nochmal eine richtig gute Arbeit abliefert, eine richtig gute, einen weiteren Geniestreich wie King Richard, dann kann er sich da ein Ei drauf pellen, weil die Leute werden ihn gar nicht erst für einen Oscar nominieren. Ja, stimmt. Weil sie ihn ja sowieso nicht einladen können und sich die Peinlichkeit ersparen wollen, ihm per Skype zu sagen, dass er einen gewonnen hat. Also das stellt so ein bisschen seine Arbeit auch in Frage. Und das ist natürlich dann so ein bisschen... Netflix hat hier was auf Eis gelegt und da was auf Eis gelegt und pipipo und natürlich schadet es seiner Karriere. Ich finde aber, wie gesagt, bei so Sachen wie körperlicher oder sexualisierter Gewalt ist das alles gar nicht so schlimm, wenn das deiner Karriere schadet. Weil gerade solche Sachen sind ja nun nicht nötig. Es muss ja Konsequenzen haben. Ist auch einfach die Plattform, diese Oscar-Verleihung. Ich habe mir das mal ein paar Mal angeguckt und habe gedacht, war das jetzt inszeniert? War das jetzt irgendwie gestaged? Nein, warum? Und es ist aber einfach so diesen Moment, einfach zu sagen, er ist ja nur auch echt ein Medienprofi und einfach zu sagen, er geht da jetzt hin. Aber und ich kann dir genau sagen, Darf ich meinen Gedanken kurz zu Ende führen, Gary? Ja, danke. Klar, Entschuldigung. Ich fand einfach das viel schlimmer, wie er danach noch reagiert hat, wie er da noch saß und ihn dann angebrüllt hat, dass er den Namen seiner Frau nicht in den Mund nimmt. Also da war überhaupt Das musste er, um ein bisschen zu legitimieren, dass er wirklich so aufgebracht ist. Ja. Also er musste danach Performance schon liefern, um seine Aufgebrachte und seine Losgelöstheit von der Situation und seine unglaubliche Aufgewühltheit musste er jetzt nochmal performativ das zum Untermauern nehmen, damit ich das Gefühl hatte, er hätte vollkommen isoliert erst gelacht, dann aufgestanden, die 15 Meter gegangen, ihm eine gelangt, wieder hingesetzt.
ohne Augenbraue hochgezogen. Das war schon nötig. Also, da wir aber nicht wissen, ob er das auch wirklich so gefühlt hat, ist das nichts weiter als eine Meinung. Ja, dass das komisch war, ich habe mir das mit Video... mit Meinungen halte ich mich zurück. Ich habe mir das ja tausendmal angeguckt und wie den Zapruder-Film. Hast du nicht, Gary, du hast es dir nicht tausendmal. Nicht tausendmal, aber sehr, viel zu oft. Weil wir Männer in unserem Alter zu Übertreibungen, numerischen Übertreibungen. Ja. Numerische Übertreibungen, genau. Ich habe das 2 Milliarden Mal gesagt, dass wir aufhören müssen, so zu übertreiben. Dankeschön. Ja, ich wusste, dass sowas kommt. Nein, aber die Tatsache ist ja, er hat ja selber über den Scherz gelacht. Ja. Und dann kam ein Schnitt auf Chris Rock und dann ist er aufgestanden und ich mach dir eine Wette, weil ich kenne diese Dynamiken zwischen Mann und Frau, weil ich halt selber auch schon seit Jahrzehnten verheiratet bin. Ich weiß ganz genau, sie hat ihm einen bösen Blick zugeschmissen und sie hatten auch garantiert vor der Oscarverleihung Stress, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und um nicht jetzt zu Hause als kompletter Arschloch dazustehen, hat irgendwas in seinem Kopf Klick gemacht und dann ist er aufgestanden und so. Weil eigentlich war Will Smith ja immer dafür bekannt, dass er, der hat ja fast eigentlich den gleichen Ruf gehabt wie Tom Hanks. Ne? Mhm. So. Und the nicest man in Showbusiness. The nicest man in Showbusiness. Und den hat er sich jetzt irgendwie so ein bisschen verspielt. Aber ich bin mir sicher, irgendwann, es ist vielleicht jetzt auch Zeit da, nur weil ich naja, so oft angesprochen bin. Er hat sich entschuldigt oder er hat um Verzeihung gebeten. Sich selber entschuldigen ist ja immer so eine Sache. Ja, ich entschuldige mich. Echt? Wirklich? Muss da nicht nur andere bei mitarbeiten? Genau, also, man kann um Verzeihung bitten. Ist genau wie jemand sagt, ich verabschiede mich. Du kannst dich nicht selber verabschieden. Du wirst von jemandem verabschiedet. Ja. Das ist genau. Also ich will jetzt nicht auf die andere Sache noch eingehen. Darüber ist jetzt auch viel zu viel schon gesprochen worden. Ich weiß nicht, ob zu viel, aber ich finde, es ist auch alles dazu gesagt worden. Wir wissen es nicht. Tatsächlich sind wir drei Lurche, wissen es nicht. Genau. Ich habe die Oscar-Verleihung auch nur im Fernsehen gesehen. Genau. Und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in Will Smith vorgeht. Was wir aber wissen, ist, welche Filme wir gesehen haben, welche Serien wir gesehen haben. Wow! Übergangsman! Da ist Übergangsman. Ich möchte aber trotzdem erstmal über zwei Trailer reden, über zwei Filme. Ich unterstelle uns jetzt mal, dass wir uns sehr darauf freuen. Erstmal ist natürlich der neue Thor. Ich bin schon, weil ich wollte in dem Satz einen Anglizismus einbauen. Ja. Der Thor-Trailer ist gedroppt. Ja. Thor, Love and Thunder. Und er wird auch nicht, wahrscheinlich auf Deutsch nicht, Liebe und Donner heißen. Nein. Ja. Obwohl wir in den Donner-Studios sind. Sondern schlechtes Studio. Wetter und Zuneigung. Ja, genau. Ich dem Studio zu. Und Taika Waititi hat wieder zugeschlagen. Ja. Was sagen wir denn? Genau, also ich freue mich sehr. Also das war, bist obwohl, du eingeschlafen? Obwohl, am Hoch- und ein Tiefdruckgebiet. Ich bin geschlafen, aber ich freue mich sehr. Und Interessante ist ja wirklich, dass Thor ja wirklich so meine absolute, ich mochte die nie als Comicfigur. Und Chris Hemsworth hat den für mich wirklich... Warum mochtest du Thor nicht als Comicfigur? Gary Streberg, was hat das mit dir gemacht? Ich weiß nicht, was ich glaube ich nicht mochte als Kind und auch heute schon so ein bisschen problematisch finde, das ist, wenn das dann immer mit Gottheiten losgeht, weißt du? Ich mag Batman... Ich mag Spider-Man, weil das einfache Typen sind, weil das wirklich einfache Milliardäre. Einfach, das sind ganz normale. Genau, entweder können sie die Wände hochgehen oder. Aber ich weiß, was du meinst. Es stimmt. Ja, es sind schon Typen, mit denen wir uns genau. Also wenn es dann mit der ganzen nordischen Gottheitsmythologie da losgeht, dann war ich immer skeptisch. Und abgesehen davon hat ja Chris Hemsworth. Kann ich noch einen Kaffee haben? Wünsche ans Universum. Kann ich noch einen? Wünsche. Weißt, dass er hier parallel, jetzt muss er dir noch einen Kaffee machen. Ist egal, auf jeden Fall war ich stehen geblieben. Ja, genau, Gottheit. Und Chris Hemsworth hat dem der Figur halt einfach so eine schöne Ironie gegeben, finde ich. Und natürlich dann auch die Drehbücher, Taika Waititi und ich mag immer solche Typen wie Chris Hemsworth, weißt du, so muskelbepackte Typen, die sich aber selber nicht ernst nehmen. Ja, von uns gibt's einfach. Ja. Nicht so viele, ganz genau. Ja, da gehörst du auch so dazu. Zu den Muskelbepackten? Nee, nicht zu den Muskeln. Ich wollte gerade sagen, du bist ja eher so ein Minus-Muskelmann, aber nein, das jetzt auch nicht. Aber Gary, du bewegst dich jetzt gerade mal. Mit diesen zwei Fingern könnte ich dich einfach umbringen, indem ich durch deinen Schädel in dein Gehirn... Meine Güte, was seid ihr heute empfindlich? Schwupp raus. Nein, aber ich verstehe schon den Punkt. Kannst du nicht sagen, ich bin Minus-Muskelmann? Nein, bist du überhaupt nicht. Ich habe schon Muskeln, aber da ist halt eine richtige, wie bei so einem Wal. So eine Fettschicht drüber. Ja. Da kommt man nicht so Schichtfett. Nein, aber ich fand auch, dass der erste Thor, der hat mich auch überrascht, genau wie der erste Captain. Der war überraschend gut. Kenneth Branagh, ne? Hat ja Regie geführt. Kenneth Branagh, der musste dafür auch beim Branagh. Ja. Der musste.
Der Kenneth Branagh, habe ich immer gedacht, aber ich meine, das Branagh. Ist ja der ganze Ansatz der ersten Marvel-Phase, der ja, wie es ja jetzt heißt, ja. Der ersten Marvel- Phase. Oh, jetzt spricht Gott, jetzt spricht Thorsten durch. Ich bin so heiser von den letzten 3 Tagen, machst dir kein Bild. Trinken Wasser, ist immer gut. Ja, gut. Oder ein Kaffee. Captain America war ja genau das Gleiche, wo man erst dachte, was soll ich mit diesem patriotischen Superheld? Und dann war das aber ein richtig guter Film. Ja. Und jetzt haben wir ja nicht nur die nordische Mythologie, wir werden auch heute noch über die nordische Mythologie noch weiterreden, aber jetzt kommt ja noch die griechische dazu. Wir sehen Zeus ganz kurz von hinten. Ach, das war Zeus. Das war Zeus. Okay. Ja, wer hätte das denn sonst sein sollen? Ja, weiß ich auch nicht. Von Gary Oldman? Nee, nicht Gary. Russell Crowe. Russell Crowe. Russell Crowe ist das? Ja, Russell Crowe ist Zeus. The Crow hingegen wird gespielt von? Von? Brandon Lee. Naja, früher von Brandon Lee, aber es gibt jetzt eine Neuverfilmung. Stimmt. Und da spielt von dem Skarsgård, ne? Von dem, ja, genau. Der den Pennywise gespielt hat. Genau. Von dem Pennywise Bruder von Alexander Skarsgård, auf den wir auch gleich kommen. Heute ist echt Teaserhausen hier. Ja, also, also wir sehen. Teaser von Dete, das ist diese Tänzerin, die man in so einer großen. Komm, das ist egal. Die war mit. Okay, reden. Yeah. Ja. Wir wissen. Ja. So, also wir sehen ganz kurz Russell Crowe von hinten. Wen wir nicht sehen, ist Christian Bale. Der ja den Hauptantagonisten spielt. Ah, okay. Der wird noch aufgehoben. Wir sehen die. Christian Bale in einem Taika Waititi-Film. Christian Bale. Da bin ich jetzt schon mal. Echt, da bin ich wirklich gespannt. Er spielt ja so eine ätherische Mehlwurm-weiße Kapuzen-Gottheit. Echt? Schlecht Wer kennt drauf. Sie nicht? Man, ja. Genau, das war der Originalname. Diese Figur. Okay. Das wird spannend. Also, es ist Character. Jetzt erstmal der Teaser-Trailer. Wir sehen die Garde. Das ist schon im Juli, ne? Ja, aber das, im was Juli. Wir, im Juli. Im Juli, nicht Juni. Im Juli. Wir sehen die Guardians of the Galaxy. Julos Pleistezeikum mit Chris Pratt. Hattest du Latein? Bitte was? Hattest du Latein in der Schule? Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Du? Also das war also das Fummeln, Zaubern, Basteln. Meine Schule war die Straße. Meine Schule war die Straße. Das ist eine schöne Biografie. Ich im Bogen oder Kreuzung stehen. Was ist 3 plus 3? Leute waren vorbei. 6! Nee, ich war, meine Schule war an einer Straße. Meine Schule war an einer Straße. Also die Guardians sieht man auch kurz. Ich denke mal, also das ist jetzt alles Spekulatius. Ich glaube, dass man die ersten... Nee, tut mir leid, das ist alles sehr witzig heute. So funny. Gestern hat sich übrigens, schönen Gruß an Messer Jocke, an André und an Jasmin aus Wolfsburg, die war gestern bei mir beim Auftritt und in Braunschweig, und ich habe gefragt, ob sich jemand was wünscht, und sie wollten unbedingt, dass ich den Schwarzenegger mache. Ja. Daraufhin natürlich, dass ich den Schwarzenegger hier ab und zu mal auch im Podcast gemacht habe, und sie haben gesagt, weil Thorsten lacht immer über den Schwarzenegger. Ich lache immer über den Schwarzenegger. Und darauf habe ich halt gesagt, Thorsten ist halt auch ein bisschen einfach gestrickt. Also das einfach gestrickt. Einfach gestrickt Muskeln ist besser als kompliziert gehäkelt. So, lass uns doch mal, also die Guardians werden, denke ich mal, am Anfang das ich abgefrühstückt auch. Werden und dann geht's richtig los. Das glaube ich. Wissen wir natürlich alles auch nicht. Ist rein. Nee, aber rein von der. Aber wie geil ist denn der Einsatz von Sweet Child of Mine von Guns N' Roses? Ja. Dieses Intro, dieses neu aufgenommene Intro, das rockt ja richtig. Ich meine, das Cover sieht ja auch aus wie so ein 80er Jahre Heavy Metal. Das rockt ja richtig. Es geht, glaube ich, das sind schon klirrende Gitarrenriffs und ein treibender Bass. Es geht, glaube ich, um Selbstfindung da ganz viel in diesem Film. Wir wissen es nicht, wir haben nur den Trailer gesehen, aber es geht Naja, aber aus dem Trailer geht es hervor. Ja, Selbstfindung. Ja. Ja, sicher. Meinst du, vor allen Dingen, er sagt ja auch, ich muss mich selbst finden. Mhm. Ja. So ungefähr sagt er das. Naja, es ist ja wohl so, dass es auch der letzte Thor-Film ist mit Chris Hemsworth. Ja, was heißt was? Das ist doch jetzt bekannt auch. Also es ist so. Ich denke mal, das ist als Finale. Es ist der vierte Thor-Film, der vierte Solo-Thor-Film. Thor 4. Wir alle kennen das von Geh aufs Ganze, ne? Ja, ja, genau. Jörg Träger und sagt, was ist hinter dann, Thor 4? Und dann als Antagonist der Zong. Der Zong, ganz richtig. Ja. Das wäre super. nee, aber am Ende sehen wir ja den neuen Thor oder die neue Thor. Ach, und das ist dann... Komm. Das ist in den Comics tatsächlich die Freundin. Also in dem Fall Natalie Portman. Natalie Portman sieht super toll aus als Thor. Und sie fängt heißt sie Thor? Sie heißt auch Thor, glaube ich. Thor, die Mächtige irgendwie so. Okay. Also ich bin nicht ganz so firm mit den Comics, aber sie fängt ja Mjolnir. Mjolnir, habe ich das richtig gesagt? Den Hammer. Den neuen Mjölnir. Ach so, Mjölnir. Yggdrasil, der Weltenbaum. Mjölnir, der Hammer. Fenris, der Wolf, ganz richtig. Und Firnis, whatever. Firnis war was anderes. Firnis, der Wolf, der ist noch feucht. Greift ihn nicht an. Also auf jeden Fall fängt sie den Hammer. Sie ist also des Hammers würdig, genau wie Captain America. Gut, sie stirbt dabei.
Was? Nein. Weil sie ihn fängt. Nein. Ja. Sie weiß, kann ich noch einen Kaffee haben, bitte? Der Kaffee kommt. Der Kaffee zieht, glaube ich, durch. Ich glaube, Tim am Mischpult ist multitaskingfähig. Ich glaube, das wird ein großer Spaß. Ja, also ja, das ein Marvel-Film, auf den ich mich sehr freue. Wir freuen uns natürlich auch auf Doctor Strange in the Multiverse of Madness, den wir noch nicht gesehen haben, den wir aber sehen werden bald. Und dazu werden wir auch ein kleines Special machen. Sam Raimi. Hallo, großartig. Ne? Ja, ja, doch, da bin ich auch sehr drauf gespannt. Ich hoffe nur, dass das Avatar, weil Kollege Cameron hat ja wenig anderes gemacht, als daran rumzuschrauben. Mhm. Naja, er ist dann nochmal zum tiefsten Punkt der Erde getaucht zwischendrin, aber... Das ist, ja gut, aber sowas ist auch an einem langen Wochenende erledigt. Ja, ja, das Marianengraben. Und dann den Michael graben und dann. So. Und dann geht's zünftig zur Sache hier. Das Spalten. Ja, jetzt spiel mal einen zünftigen Crunch hier. Ja, hey, da ist der Feder-Eddy und der Cobain-Kurt und jetzt wird ein zünftiger Crunch gespielt. Tektonische Schubplatten. Sauer hier. Auf geht's, Bumm, mit Soundgarden. Mit Soundgarden. Das ist der Crunch. Der Crunch ist aus Bayern. Es gab neulich. Ich glaube, dass Avatar so ein bisschen reinscheißen wird. Ich glaube nicht, dass das noch möglich ist, Produktionskosten und Aufwand in eine so krasse. Weil während der den gemacht hat, Avatar, damals sind alle ins Kino gerannt, um diese Traumwelt abzutauchen. Das verstehe ich. Es gab unglaublich viele Menschen, die ihn 15 Mal gesehen haben. Aber 3D ist zwischendurch so ein bisschen weggestorben in den letzten 15 Jahren. Ist vorbei. Ja, 3D. Ich hab neulich versucht, den neuen Spider-Man Far From Home als 3D-Blu-ray zu kriegen, kriegst du nicht. Ist vorbei. Ja. 3D ist vorbei. Deswegen, das war ja damals trotzdem. Avatar, nochmal an die Jüngeren unter euch, das war vor 10 Jahren oder mittlerweile, noch länger, vor 12 Jahren. 12 Jahren, das war wirklich der Game-Changer, was das Kino anging. Und danach ich bin mir sicher, dass er diesmal was machen wird. Ja. Ich habe nur Angst, dass den Film das gleiche Desinteresse ereilt wie der Teil 2 von Sin City, A Dame to Kill For, weil der zu spät kam. Der kam zu spät, der war nicht schlecht. Aber er war sogar spät. Gut. Ich habe da größtes Vertrauen in James Cameron. Der hat jeden Film, den er gemacht hat, hat er irgendwie das Kino immer technisch immer weitergebracht. Und ich meine, wir brauchen uns jetzt hier nicht über die Handlung von Avatar unterhalten. Das haben wir schon 1000 Mal gesehen oder so. Ja, aber die Aufgabe. Pocahontas mit aber, ja, Eichhörnchen. Oder der mit dem Wolf tanzt oder so. Ne? Und klar. Aber nichtsdestotrotz ist das, bin ich da sehr gespannt drauf. Und ich glaube, dass das James Cameron, der macht das wieder. Das wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Rückkehr von James Cameron. Es gab neulich eine... Wort nichtsdestotrotz ergibt nicht den geringsten Sinn. Welche? Nichtsdestotrotz. Ja, ist auch so ein doofes Füllwort. Nichtsdestotrotz? Nichtsdestotrotz. Warte mal, lass mal, nichtsdestotrotz. Ja, ist doof. Ja, ist so ein doofes Füllwort. Ja. Ich würde sagen, wir brechen einfach ab. Wir brechen einfach ab. Das hat keinen Sinn. Das, So. Wir haben zu viele Füllworte. An und für sich. Ja. An und für sich zum Beispiel. Es gab neulich eine mitternächtliche SMS-Konversation zwischen uns. Wir müssen das irgendwann mal veröffentlichen, dieses Gespräch. Ich lag schon im Bett, Gary auch. Ich weiß nicht, Thorsten lag wahrscheinlich in der Badewanne. Und ich habe an dem Abend die erste Folge von Moon Knight gesehen. Und ich auch. Und Thorsten auch. So. Und ich habe gedacht, ich schreibe was. Aber ich habe gedacht, nee, komm, es ist zu spät. In dem Moment, kurz bevor ich das Handy ausmachen will, kommt eine SMS von Thorsten. Wie geil war denn Moon Knight? Ja. Und dann ging's los. Ich weiß nicht, eine Stunde oder so. Eine Stunde? Ja, nur Müll geschrieben. Wir haben nur Müll geschrieben. Das ich hatte schon Licht ausgehabt, hab schon Haya Popeye gemacht, aber dann wurde ich aus dem Schlaf gerissen. Und es driftete ab. Also es ist wirklich gut, dass wir das... Aber es war nicht schlecht. Es hat Spaß gemacht, ja. Es hat mich wirklich... Das hat Spaß gemacht, aber Moon Knight hat mich da nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht geflasht. Ich muss sagen, dass ich jetzt die vierte Folge gesehen habe. Und da habe ich schon sehr gelacht. Also das war die Indiana-Jones-Folge praktisch. Ja. Ne? Die Indiana-Jones-Folge von Stanley Kubrick. Ja, stimmt. Also da vor allen Dingen die letzte, der Cliffhanger der ist... Der Cliffhanger war unglaublich. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Das heißt, du hast die fünfte Folge noch nicht gesehen. Nee. So, pass auf. Der Cliffhanger, es geht um eine Figur. Ja. Diese Figur ist so... Was soll das jetzt bringen hier? Pass auf, ich sage nur Folgendes. Ich spoiler nicht, aber diese Figur ist so fantastisch animiert im fünften Teil, dass du wirklich die Ohren anlegst und denkst so, mein Gott, habt ihr euch da Mühe gegeben mit dieser Figur? Ja. Die ist wirklich fantastisch. Ich hatte so ein bisschen nach dem ersten Teil so ein bisschen meine Probleme mit Moon Knight. Erstmal fand ich, dass der erste Teil
wie das erzählt worden ist, was da erzählt worden ist, in diese Welt einzutauchen, war absolut groß. Also das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Habe ich auch nicht erwartet von Marvel. Zumal das ja auch ein Superheld ist, den ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Wie auch, welcher war das denn noch? Ant-Man, alles ist er Boy. Nee, wird irgendwann mal. Der kommt. Auch, der kommt, bist du sicher? Bei irgendeinem James Gunn-Film. Nein, kommt es gab, der. Es doch, gab, aber es gab 100%. Doch so Superhelden, wo man dachte, so, den kenne ich jetzt überhaupt gar nicht. Wer ist das denn jetzt? Ja. So zwischendurch, mir fällt jetzt gerade keiner. Komm, ein. Superheld, der uns am meisten auf den Sack geht. Von allen Platz 1, hier bin ich. Silver Surfer. Ja. Weißt du, der hieß damals im Comic Silberstürmer. Wirklich jetzt? Das klingt halt wie ein sehr alter Fußballer, aber es war Silberstürmer bei uns, Silver Surfer. Nur am Brett, nur durchs Weltall, und nur irgendwelche Scheißgottheiten, nur innere so Monologe, wo du dann wirklich auch als Achtjähriger hast du irgendwann dann so einen Abschluss gekriegt von so einer philosophischen Fakultät. Sie haben bis zu Band 4 durchgelesen, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, hast du so einen Hut mitgekriegt? Was wollte der? Ja. Was hatte der für Probleme? Ja. Ich glaube, dass der Ursprung meiner depressiven Phasen liegt bei den ersten Silver Surfer Comics. Ja, doch, ey. Das war sehr ich glaub, richtig war an der Pfanne, der Kollege. Aber da sind wir schon bei meinen Favoriten. Also, es sind eigentlich 4. Ja, bitte? Und ja. Ihr ahnt schon was. Die Fantastischen 4. Die Fantastischen Vier sind auch solche Rohrkrepierer, ehrlich, ey. Ja, naja, es gab ja den zweiten Teil der Fantastischen 4 mit dem Silver Surfer. Ja, ja, eben. Ja. Genau, der deswegen komme ich beschissen. Jetzt auch drauf. Weil, er ist auch richtig beschissen. Das, nee, also damit konnte ich nie was anfangen. Weil ich warte ja noch darauf, dass sie jetzt die Gruft des Grafen Dracula von Marvel und das Monster von Frankenstein, dass sie das mal verfilmen. Ja. Das also als ich auch die gut. Als Superhelden. Die Marvel. Das Monster von Frankenstein, ganz das genau. Das naja, aber super. Moon Knight hatten wir, glaube ich, alle nicht auf dem Schirm. Und Moon Knight ist angedacht gewesen damals als so eine Art Antwort auf Batman. Ja, also es war ja eigentlich ein... So alt ist die Figur. So alt ist die Figur tatsächlich. Es war ein sehr reicher Playboy, der halt von dieser ägyptischen Gottheit besessen worden war und dann halt auch so Sachen hatte wie Batman. Anstatt den Batarang hat er halt diesen Halbmond gehabt und hatte auch ein Mobil. Und es war alles so ein... Es war eigentlich ein richtiger Batman-Rip-Off. Und sie haben für die Serie das Ganze nochmal neu erdacht und erfunden. Allerdings. Und in der 5. Staffel wird auch einiges erklärt. Ich fand halt, erstmal fand ich sehr bemerkenswert, dass das Ganze in Budapest gedreht worden ist und nicht etwa in London. Hm. Du hast ja wirklich das Gefühl, du bist in London. Hm. Und stimmt. Das ist schon erstmal meisterhaft gemacht, muss man sagen. Dann ist natürlich Oscar Isaac fantastisch. Fantastisch. Du hast es wahrscheinlich nicht auf Englisch gesehen. Ja. Auf Englisch hat er ja, er spielt ja zwei Figuren. Ja. Er spielt ja den Mark und den Steven. Ja. Und der Steven ist halt so ein richtiger Bollo, Londoner. Er hat ihn ja, er basiert ja auf Carl Pilkington. Carl Pilkington von Ricky Gervais, der Produzent von The Office und so weiter, der dann auch die eigene Serie bekommen hat. Ja. Und er hat den Dialekt ihm halt angepasst. Idiots Abroad. Idiot Abroad und so weiter, genau. Und er spricht wirklich so wie so ein Londoner, Typ. So ein Cockney in Englisch. Ich hab's noch nicht auf Englisch gesehen. Es ist irgendwie Cockney, es ist Manchester, ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist so auf den Punkt gebracht, wo ich echt dachte so, was kann dieser Mann eigentlich alles, dieser Oscar Isaac? Ich meine, der sieht nicht nur gut aus, der kann auch komisch sein, der kann Action machen, absolut fantastisch. Und er hat die unglaublichsten Haare im Showbusiness, muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ja. Diese Haare von Oscar Isaac, die muss eigentlich einen eigenen Instagram Kanal bekommen. Ja, okay. Es sind immer nur Kleinigkeiten, an denen ich erkenne, mit wem ich es zu tun habe. Das haben sie wirklich ganz, ganz fantastisch gemacht. Ja, aber okay, aber das ist ja jetzt tatsächlich ein Aspekt, der natürlich durch die deutsche Synchronisation verloren geht. Ja, und was mich noch bei der deutschen Synchronisation sehr gestört hat, ist, dass Ethan Hawke nicht gesprochen wird von Andreas Fröhlich. Ah, okay. Das fand ich persönlich sehr schade. Das fand ich auch, aber vielleicht hat Andreas Fröhlich irgendwas anderes zu tun. Hm. Man weiß es nicht. Na, Andreas Fröhlich macht gerade zusammen mit Kai Schwind, schönen Gruß übrigens, den Bobcast, den 3-Fragezeichen-Podcast, wo in jeder Folge über eine 3-Fragezeichen-Hörspielfolge gesprochen wird, was natürlich deswegen sehr unterhaltsam ist, weil Andreas Fröhlich ein absoluter Hörspiel-Nerd ist, nicht nur ein großartiger Hörspielsprecher und
Hörspielregisseur, er hat die ganzen Herr-der-Ringe-Sachen regiert. Ja. Er hat damals Mulan auch synchronisiert, den Disney-Film. Ich habe mit ihm damals auch ein Telefoninterview gehabt. Und der ist natürlich als Stimme schon als Kind so gesetzt. Und er hat diese ganze Hörspiel-Synchronszene wirklich erlebt. Und er erzählt in diesem Podcast, in diesem Bobcast, Hashimitenfürst, wirklich von den drei Fragezeichen-Folgen und auch über die ganzen Sprecher, die dabei waren. Mhm. Es gibt eine Folge, da spricht er ganz viel über Gottfried Kramer und über Lutz Mackenzie und über Joachim Wolf. Also wenn ihr Hörspielfans... Heißt der Lutz? Mackenzie, glaube ich. Weil Mackenzie finde ich total super, den Namen. Ja, also ja. So phonetisch finde ich den. Ja, total. Genau. Aber leider spricht Andreas Fröhlich nicht Ethan Hawke in Moon Knight und er spricht ihn leider auch nicht in The Northman. Was ist da los? Keine Ahnung. Gut, vielleicht hat er keine Lust gehabt und hat andere Projekte, die er denen überordnet vielleicht. Haben sie ihm einfach nicht genug Geld bezahlt. Ja. Das ist ja auch dein Synchronsprecher. Das stimmt, aber ich persönlich finde es schade. Ich höre übrigens auf der Comic-Con. Oh! Ja. Wollen wir da drüber kurz reden? Da können wir drüber reden. Ich war auf der Comic-Con. Ja, das war's, Dankeschön. Ja, super! Sammelst du dich noch dort? Dass wir in Deutschland überhaupt eine Comic-Con haben, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Mehrere? Ja, mehrere. Und war nur einmal, ich will nur das eine erzählen, war sehr schön, aber ich bin drüber gegangen und dann wurde ich in den Green Room, hat man mich gebracht. Also diesen Backstage-Ding. Backstage-Bereich. Und der Tisch war, das war richtig absurd, ey. Das war, am Tisch saß dann... Sag bitte nicht Alyssa Milano. Charles Gott. Rettinghaus. Santiago Ziesma. Ganz schönen Gruß, soll ich dir bestellen. Ja. Dann noch der Junge, der Marvin, der Grieche, der ganz toll in Haus des Geldes spricht. Ich vergesse immer wieder den Namen, es tut mir so leid. Ja. Dietmar Wunder. Ja. Die Dame, die Gwyneth Paltrow spricht. Mhm. Und der unglaublich nette, ich muss mir den Namen endlich drauf schaffen, der den Punisher spricht. Weißt du? Ja. Ja, und das war, und natürlich hier der Kollege, der auch noch Leonardo DiCaprio spricht. Und die saßen noch Dennis Schmidt-Voss, gut aussehender Mann übrigens. Wie die aber alle, muss man sagen. Und es war schon gut. Also ich habe einfach irgendeinen Müll erzählt und darauf gewartet, dass sie irgendwas antworten. Hast du endlich mal mit Santiago gesprochen? Ja. Ja, ist das nicht toll? Ja, fantastisch. Ist Santiago nicht der absolut großartigste Typ, den man überhaupt jemals kennenlernt? Er ist genau das, was man... Das weiß ich nicht, weil ich niemanden wirklich kennengelernt habe. Also Santiago ist wirklich alles, was man sich wünscht, wenn man denkt, ich treffe jetzt SpongeBob. Es war jedenfalls toll, die alle zu treffen, das muss ich sagen. Schön. Und der Herr, der... Ich komme jetzt in diesem Moment auf den Namen, nicht? Ist nicht schlimm. Der auch den Punisher spricht. Also zum Beispiel immer den... Ich komme nicht mal auf den Schauspieler jetzt. Ja, die Veropperung. Ich weiß, auch, der spielt in der neuen Krimi, wo er so einen korrupten Kopf spielt auf HBO Max. The City oder irgendwie. Ganz so. Richtig. Es ist nicht schlimm, wenn man. Mit dem habe ich mich 20 Minuten unterhalten. Es war extrem berührend, extrem informativ. Wie war denn die Stimmung? Es war ja eine große Veranstaltung mit vielen Leuten. Gut war die Stimmung. Es gibt jetzt keine Maskenpflicht mehr. Das ist ja immer wieder Hausrecht. Ja. Wie war das denn so mit den Abständen und so? Es war leer am Sonntag. Es war am Samstag wohl sehr voll. Am Sonntag war es leer und ich bin ein bisschen drüber gestratzt und habe ein T-Shirt gekauft und habe den Typen getroffen, der auch sein wird in jetzt auf VHS. Entschuldige, ich bin total verblendet, ich komme auf keinen einzigen demnächst Namen mehr. Demnächst auf VHS. Ja, demnächst auf VHS und der hat mir einen Critter geschenkt, einen handgemachten Critter. Diese Critter-Figuren. André? Heißt der André? Ja, der Macher von demnächst. Nein. Was ich nur sagen wollte, war schön, da mal drüber zu gehen. Okay. Ein Teil trug Masken, ein Teil nicht. Ich trug teilweise Maske, teilweise nicht. Ja. Und gut, ich wollte nur sagen, war eine tolle Messe. Okay. Demnächst auf eine tolle Betreuung. Ist ein gutes Stichwort übrigens, demnächst auf VHS, denn es gibt einen Neuzugang. Bei diesem Dokumentar-Interview-Film über die Zeit der VHS-Kassette, nämlich Olli Schulz. Der liebe André hat Olli Schulz eingeladen und Olli und Jan haben in ihrem kleinen Podcast, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast schon mal gehört habt, also es gibt diesen kleinen, ganz erfolgreichen Podcast. Naja, komm, alle Podcasts sind gleich groß. Das muss man mal sagen. Das hängt dann von den Hörern ab. Darauf kann einfach so, aber alle Podcasts sind gleich groß. Auf jeden Fall, Olli Schulz und Jan Böhmermann reden auch über uns,
in diesem Podcast und über diese Dokumentation demnächst auf VHS. Das oh, wie ganz, schön. Wie das nett. Fand ich ganz nett. Also demnächst auf VHS hat jetzt bald Premiere hm. und wir hoffen, dass er dann auch in die Kinos kommt. Und ja. wir hoffen auch, dass wir dann auch eine Premiere, eine adäquate Premiere hier in Bochum machen können und ganz stilecht im Metropolis, dem ehemaligen Bali. Hast du da schon neue Nachrichten? Nein, da habe ich noch keine neuen Nachrichten, aber wir arbeiten dran. Das kriegen wir irgendwie hin. Sehr schön. Wo sind wir jetzt bei Better Call Saul? Sind wir da schon? Ich fange gerade mit der fünften an. Ich bin in der zwei. Ich bin noch ein bisschen. Ich habe wieder. Ich auch Ich muss die fünfte nochmal anfangen. Ja, ist besser. Ist besser, bevor wir die sechste. Ja, genau. Schwierig. Ja. Weil die ersten drei Staffeln waren ja aufreizend nebensächlich. Das stimmt. Das heißt, er wurde sich derartig viel Zeit genommen, damit sie zeigen, dass er in einem Studio arbeitet, wo die Leute auch ein Nagelstudio haben. Und es gibt diesen Container mit Gurkenwasser. Ja, nur für Kunden. Aber nur für Kunden. Also er selber soll das nicht trinken und da arbeitet er. Und es geht ihm generell nicht so gut. Die Anzüge sind nicht so schön. Dann die Sache mit dem Auto. Dann mit seiner Kollegin, ein schwieriges Verhältnis auch. Und zu seinem Bruder auch ganz besonders komplex, der sich umbringt, einfach um ihn zu schikanieren. Und das sind alles... Aber super, trotzdem. Also es ist eine ganz fantastische Serie. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, die fünfte Staffel nochmal zu sehen, bevor man sich die sechste gibt, weil sie schließt auch direkt an. Und ja, glaube ich. Du fragst dich wirklich, was ist jetzt? Es hat natürlich diesen unglaublichen Anfang, die sechste Staffel, wo du denkst, okay, ist das jetzt eine Traumsequenz? Weil so kann es eigentlich nicht sein. Es muss ja, es ist letzte. Nein, wir wollen sie sehen, hör auf. Ich sage nur Folgendes. Es muss ja jetzt, müssen jetzt verschiedene Erzählstränge zusammengeführt werden, genau. Weil wir wissen ja, wie das endet, beziehungsweise wie Breaking das Bad ist anfängt. Das Besondere jetzt. Das ist jetzt das Besondere. Es wird einige Personen geben, von denen man sich verabschieden wird. Mhm. Er muss ja jetzt erstmal richtig zu Saul Goodman werden, auch mit dem Büro. Saul Goodman. Das wird er ja jetzt am Anfang der fünften. Ja, aber es ist jetzt natürlich auch interessant. Ich habe mir neulich nochmal die Folge Saul Goodman angeguckt. Also in der zweiten Staffel ist das von Breaking Bad. Und er sieht, klar, er sieht anders aus, weil das ist viele Jahre her. Ja. Aber er ist da schon an dem Punkt, wo man sagt, so okay, da ist die Figur schon fertig. Mm. Die Figur von Saul Goodman, das wäre das Tolle, die taucht aus dem Nichts auf und ist eine fertig geformte Figur. Ich sag mal jetzt als Drehbuchschreiber. Ja. Sag mal, das ist doch bestimmt jetzt auch nicht einfach gewesen, zu sagen, wir entwickeln jetzt eine Backstory und kommen jetzt erstmal dahin, wo der hinkommt. Das war garantiert eine super Herausforderung, aber war, wo die Kollegen auch bestimmt totalen Spaß dran hatten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil sowas praktisch so rückwärts zu machen, zu erzählen, ne? Das ist super interessant. Du kriegst diese Figur kriegt plötzlich eine Tiefe irgendwie, die du ihr gar nicht zugetraut hast. Und das ist fantastisch. Und es ist, ich wage jetzt mal einen gewagten Vergleich, kann ich das sagen? Nee, ich wage mal einen Vergleich. Es ist zu spät. Es ist anders als bei Darth Vader. Ja, wo da. Ja, das muss man sagen. Die meisten Anwaltsserien entwickeln sich anders als bei Darth Vader. Muss man ganz klar, ist mir so, fällt mir dauernd auf. Aber jetzt wird er doch. Es schwingt aber immer so ein bisschen mit. Es schwingt immer Darth Vader, gerade, immer so im Vorzimmerbereich, wenn es geht, ich brauche einen Termin, dann hast du sofort das Ding. Man fragt sich, Darth Vader aber, das? Aber wenn man mal ganz genau hinguckt, nein, da ist kein Darth Vader eigentlich. Nein, dabei. Es ist klar, mir geht es jetzt um die Vorgeschichte. Es geht um die Vorgeschichte, die George Lucas halt in Episode 1 bis 3 erzählt hat von Darth Vader. Und du hast nur einmal, diese Schnittstelle ist nur einmal, und zwar auf dem Planeten Endor, weil da ist Darth Vader einmal am Wald. Und ansonsten passiert da fast gar nichts. Ja. Mhm. Okay. Wo war Darth Vader am Wald? Was? Checkt's nicht, komm weiter. Egal. Ich hab, auf jeden Fall, ja, richtig. Sie haben sich sehr viel Zeit gelassen am Anfang, aber ich habe sehr, sehr viel Spaß jetzt mit der neuen Staffel. Dafür ist die letzte Staffel nur 2 Folgen lang. Da geben sie richtig Gas. Zweimal 15 Minuten. Ich habe The Northman gesehen und darüber muss ich mit euch reden. Okay. Weil, 1, 2, test, check. The Northman ist der Film von Robert Eggers. Der neue Film, der hat... Was hat Robert Eggers denn vorher gemacht? The Witch. Und The Witch, oh. Und The Witch Leuchtturm. Und The Leuchtturm, super. Die Leuchtturm. Hast du die Leuchtturmwärter gesehen? Ich hab, der heißt der nicht einfach nur Lighthouse? Lighthouse, im Englischen heißt er Lighthouse. So, als ich den Trailer zu The Northman gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott. Willst du wissen, ob ich ihn gesehen habe oder nicht? Hast du ihn gesehen? Nee, noch nicht. Okay. Aber soll toll sein. Also schon, alles klar. Habe ich gesagt, ich muss diesen Film sehen und ich muss diesen Film im Kino sehen, denn Robert Eggers wirklich mit Cinema, mit Bildern arbeitet, die du im Kino sehen musst. Das ist ganz häufig im Kino so. Ja, aber nicht so. Okay. Wir leben in einer Zeit, wo es so viele, ich will jetzt nicht schon wieder Ryan Reynolds sagen, aber das aber wir leben in einer Zeit. Wir leben in einer Zeit. Einfach mal so. Auf jeden Fall saß ich 2 Stunden im Kino
Und ich bin rausgegangen und ich habe das Gefühl gehabt, dass, als ob man mir 2 Stunden, 17 Minuten auf die Fresse gehauen hätte. Hm. Es war eine körperliche Erfahrung. Mein Puls ging die ganze Zeit. Wäre auch schlimm gewesen, wenn nicht. Aber der Soundtrack pumpt dich so dermaßen auf. Es ist die alte Hamlet-Geschichte. Es ist die Urgeschichte von Hamlet. Ethan Hawke, deswegen Ethan Hawke, spielt den Vater von Hamlet. Ich spoilere das nicht, weil die Geschichte sollte klar sein. Es ist aber auch nicht Hamlet, ne? Er wird auch nicht Hamlet genannt. Es ist Hamlet. Es ist nicht Hamlet. Echt? Hamlet, ja. Okay. Das ist die Geschichte, von der sich Shakespeare hat inspirieren lassen, Hamlet zu machen. Okay. Alter, war schlecht geklaut. Er hätte ihn noch Omelette nennen können. Ja, genau. Oder Amulett. Nicole Kidman spielt die Mutter, also die Gertrud-Figur. Alexander Skarsgård, ja, der Bruder von Bill Skarsgård, Pennywise. Ja, weißt schon, spielt, wir schweben alle hier unten. Spielt die Hauptrolle, also den Northman. Es sind jetzt schon die ganzen Gags gemacht worden. Er hat ja in True Blood auch Eric Northman gespielt und er ist ja auch so ein Wikinger-Typ. Dieser Typ hat kein Sixpack, sondern ein Tenpack. Der Typ ist 2 Meter groß. Ich kann mir keinen anderen vorstellen, der den hätte spielen können. Auch kein Chris Hemsworth hätte den Typ spielen können. Dieser Film ist so dermaßen brutal und auf die Fresse. Was heißt brutal? Der Film ist, ich kann das, es ist ein... Ja, vergiss diese ganzen Zombie-Filme, diese ganzen Splatter-Filme, das siehst du da alles. Da passieren Sachen, ich will das jetzt auch nicht sagen. Doch, sag. Köpfe, Gedärme, Nasen werden abgetrennt, Sachen werden durchschnitten. Es ist unfassbar, was da alles passiert. Und viele Historiker haben jetzt auch gesagt, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, während der Wikingerzeit. Also viel Spaß. Es ist the feel bad movie of the year. Ja. Und ihr müsst diesen Film sehen. Weil es einer dieser Filme ist, die du einmal im Leben gesehen hast und da sagst, ich will den nie wieder sehen, aber ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Dieser Film. Hatte ich mit Cats. Ja, es ist schlimmer als Cats. Er ist brutaler als Revenant. Er ist härter als Cats und brutaler als Revenant. Revenant kommt sehr nah dran. Ist ja auch so ein Film, den man nicht so, oh, ich habe jetzt mal Lust wieder mir anzugucken, wie Leonardo von so einer Bärenmutter einmal mal richtig durchgenommen wird. So, The Northman ist, Björk hat einen kurzen Auftritt, wo du denkst, ja, natürlich muss das Björk sein. Das kann niemand anders als Björk spielen. Anya Taylor-Joy, auch absolut perfekt besetzt. Dieser Film ist 2 Stunden lang auf die Fresse. Ihr müsst diesen Film sehen. Es tut mir leid, auch wenn dieser Film euch wirklich fertig Sonntag macht. Ne, guckt euch diesen Film an. Kann man da Nachos bei essen? Meine Fresse. Das ist die Frage. Da möchte ich neben dir sitzen, wenn du während des Films, ich glaube, selbst du kannst da keine Nachos bei essen bei diesem Film. Okay. Du sitzt da wirklich und musst die ganze Zeit, du guckst da hin und denkst, ich kann jetzt meine Augen nicht abwenden von diesem Film, obwohl das alles so schlimm ist, was da gerade passiert. Ja. Wie es erzählt ist, es hat eine solche Vehemenz, das ist wirklich, war wirklich körperlich am Ende danach. Ich war durchgeschwitzt, ich war fertig, also The Northman ist War das Kino voll? Nein, leider nicht. Ich war alleine um 16.30 Uhr im UCI. Und es ist wirklich selten, dass ich sowas sage. UCI Bochum, das ist auch mein Herzenskino. Es gibt auch andere schöne Kinos, aber da... Aber es ist das UCI Bochum. Obwohl es eine Kette ist, ist es geil. Ich liebe es. Gary hat gesehen einen Multiverse-Film. Genau. Diesen anderen Multiverse-Film, über den ich gerne sprechen möchte, auf den ich mich auch total gefreut habe und tatsächlich auch mal wieder seit langem hohe Erwartungen hatte, bevor ich ins Kino ging. Und zwar heißt der Film Everything, Everywhere, All at Once. So, das ist schon mal eine Ansage. Genau. Und ich kann jetzt schon mal sagen, der Titel ist Programm. Also der Film ist Michelle Yeoh spielt eine Besitzerin einer Wäscherei, die mit allem komplett überfordert ist. Sie ist mit ihrem Mann überfordert, beziehungsweise ihr Mann will sich scheiden lassen. Sie ist mit ihrer Tochter überfordert. Habe ich doch bei dir jetzt auch gerade nicht. Endlich mal wieder ein Wäschereifilm. So, ihr Vater ist da und sie muss sich um den kümmern und sie kriegt nichts gebacken und dann kriegt sie auch noch Stress. Sie hat ja eine Wäscherei, das wäre auch blöd. Dann kriegt sie auch noch Stress mit der Steuer.
Und die Steuerbeamtin wird gespielt von Jamie Lee Curtis, übrigens super. Sie ist die, du bist die, auch Jamie Lee Curtis. Die, ja. Die, warum wird das jetzt bei mir so gemacht? Das wird nicht ich so hätte bei dir gemacht. Ich hätte die Meute wieder auf das dich. Ist, nein, ist, Gary, du weißt genau, dass du... Das Problem ist, dass er gerade vom brutalsten Film des Jahrzehnts erzählt hat. Das glaube ich und nicht. Gesagt hat, wie der Puls hochging. Der, du der machst kriegt mit Wäscherei sich auch eine Buchse bei die reitenden Leichen. Nein, du kein... Nein, aber das ist so. Erzähl weiter. Ja, warum ist das Multiverse? Everything, Everywhere, All at Once ist praktisch die Antithese von das, was Hennis gerade gesagt hat. Keine Wikinger. Nee, das schon mal. Obwohl. Talk. Nee, Moment. Ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht sagen. Weil der Film, der ist so schnell erzählt und spielt auf so vielen Ebenen. Er ist nicht, also, wenn er ist nicht schnell nacherzählt, oder? Sei doch mal ruhig. Ja. Wenn es einen Film geben würde, für den das... Prädikat, da geht's aber über Tische und Bänke, erfunden wurde, dann ist das dieser Film. Der geht so, also das plötzlich taucht da ihr Mann auf aus einem anderen Universum, die können so die Körper praktisch von einem Körper zum anderen springen. Was ist denn die Prämisse des Films? Ja, das will ich doch gerade erklären. Okay. Und der sagt, ihr pass mal auf, Evelyn, es gibt viele Universen. Ich komme aus einem davon. Ich weiß. Und es gibt eine dunkle Macht, die will alle diese Universen vernichten. Thanos. Und du bist die Einzige, die das noch retten kann. Warum? Das wird erst so nach und nach klar. Okay. Und dann geht's aber auch wirklich los. Also du merkst so richtig, es geht langsam los und dann geht's richtig los. Ist das so ein What the fuck-Movie? Ja, absolut. Ja. Es gibt keinen kreativeren Film. Da waren Einfälle drin, da denkst du, das kann doch nicht sein. Satz, wieder so, es gibt keinen kreativeren Film. Und da sind Sachen drin, ja. Okay. Das so wo kann man den denn sehen? Ich bin jetzt offen gestanden neugierig, wie alle anderen auch. Ja, ich würde gerne mal sehen, was du dazu sagst, zu diesem Film. Ja. Weil der macht dich fertig. Aber auf einer guten Art und Weise. Nicht so wie beim, da das kriegst du nicht auf die Fresse. Klingt nach einem Double sondern Feature. Du bist wirklich, weißt du, auch wenn du zum Beispiel zum ersten Mal im Phantasialand auf einer Achterbahn bist. Du fährst da hoch und dann guckst du rum und denkst, ah, oh, guck mal, da ist das, ah, da will ich auch noch hin, da ist das und dann geht's runter und dann siehst du die Sachen alle nur noch ganz schnell an dir vorbei. So ist das da auch. Ich könnte euch nicht sagen, was da jetzt alles, das ist wirklich wie im Schnelldurchlauf. Colorado der Film. Ja. Colorado der Film, aber du wirst auf angenehme Art oder interessanterweise kriegen die Filmemacher es echt hin, dass du trotzdem irgendwie den Durchblick behältst. Ich weiß nicht, läuft der gerade im Kino? Der läuft jetzt seit gestern im Kino. Gut. Und du behältst den Durchblick und vor allen Dingen, du kannst wirklich bei dem ganzen Chaos, kannst du der Handlung folgen, die sehr herzergreifend ist. Also ich habe auch ein Tränchen verdrückt, muss ich sagen. Und es ist eine riesig lustige Reminiszenz über Pixar. Ein Pixar-Film, den ich jetzt hier nicht spoilern möchte. Okay. Ist da drin und was ich noch, und ich muss den Cast einfach nochmal sagen. Also Michelle Yeoh, sie ist bekannt aus, ich habe sie das erste Mal gesehen in Police Story 3. Sie ist eine asiatische Schauspielerin, die auch Martial Arts Erfahrung hat, also die kann richtig zuhauen. Wer ist eigentlich dieser Martial Arts? Es ist Martial Arts, ist der Bruder von General Motors. Ich ignoriere euch einfach. Ist sie bekannt aus Crouching Tiger, Hidden Dragon. The Mummy hat sie tatsächlich auch mitgespielt, das war dann ein amerikanischer, dann Tomorrow Never Dies. Natürlich. Neben Pierce Brosnan. Ja. Und Shang-Chi hat sie zuletzt gemacht, glaube ich. Sie ist wirklich großartige Schauspielerin, die auch wirklich was kann. Dann Jamie Lee Curtis habe ich schon erwähnt, da brauche ich nichts zu sagen. Dann kommt aber Ki Huan Quan und den kennen viele den kennen wir alle aus Data, aus Goonies oder Short Round aus Temple of Doom. Ja. Also der Mann, der hat seit Jahrzehnten keine Filme mehr gemacht und ist jetzt für dieses Drehbuch zurückgekommen. Ja. Er ist Stunt-Coordinator mittlerweile, also nicht nur Schauspieler, sondern auch Stunt-Coordinator im richtigen Leben. Und das siehst du auch. Die Kampfszenen in dem Film, weil da wird jede Menge gekämpft, sind absolut... Auch noch? Ja. Ich sag doch, da geht's wirklich... Gibt's eine Musical-Sequenz? Gibt's eine Musical-Sequenz? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es könnte sein. Ja. Dann spielt noch mit Stephanie Hsu, wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Die kennen viele aus Marvelous Miss Maisel. Die hat ja die Mai Lin gespielt. Und jetzt kommt's oben. Jetzt kommt noch die Kirsche oben drauf. Bei diesem Cast. Und die spielen alle eine Familie. Mhm. Ist James Hong.
Der Name sagt euch vielleicht nichts. Richtig. Der Same macht euch nichts. Der Name sagt euch nichts. Aber ich sag nur eins: der Antagonist, der Bösewicht aus Big Trouble in Little China. Jetzt kommst du. Ja. Gary, ich also muss sagen, ich hoffe bis zum Schluss jetzt, dass du dir das nicht einfach alles nur ausgedacht hast. Nein, aber du weißt, wie ich ein Schauspieler. Du weißt, wie ich ein Schauspieler. Ich hab Angst, dass du einfach unterzuckert bist. Nein, ja, das bin ich tatsächlich. Und jetzt hier Filme also, pitcht, die kein Mensch jemals umsetzen also, kann. Also er hat mitgespielt in Big Trouble in Little China, er hat mitgespielt in Blade Runner, er hat den Bösewicht gespielt in Balls of Fury. Enter the Dragon Parodie wo es um Tischtennis ging. Das ist der Tischtennisfilm mit Christopher Walken. Mit Christopher Walken, ganz genau. Genau. Und dieser James Wong, der Mann ist kein Tag gealtert. Ich weiß nicht, wie der das hinkriegt. Ich bin mir sicher, dass es doch so ist, aber... Aber du siehst es ihm nicht okay, an. Geil. Du siehst großartig. Es ihm echt also ein Wiedersehen... An. Das Freude bereitet. Ja, und wie gesagt, der Film ist so unglaublich... So unglaublich. Sag doch mal den Filmtitel. Everything, Everywhere, All at Once. Und so heißt er auch auf Deutsch. All so heißt er auch im deutschen Kino. Das Poster ist absolut geil und ich kann euch den nur empfehlen. Schaut ihn relativ zügig, weil ich könnte mir vorstellen, dass, also in einem durch. Dass der, wenn jetzt Dr. Strange läuft, dass er so ein bisschen untergehen will, weil das ist ein typischer Independent-Film und der so viel Freude bereitet. Also den muss man sich mehrmals angucken, also, weil du kriegst gar nicht alles mit. Must-See-Filme. Absolut, The Northman absolut. Und Everything Everywhere at Once. Thorsten, hast du was gesehen? Hattest du Zeit? Oh, jetzt nicht mehr im Kino. Also ich hätte es mich mal vorher gefragt. So. Ich habe natürlich Batman nochmal geguckt. So, ja. Ne? Ja. Gekauft sofort, als er kam, für 21 Ocken. Ist alles ja klar, also als Download. Als Download, ja, ich warte, trifft ja keinen Arm. Nee, und dann. Naja, gut, aber ich würde bei dem Film schon abwarten, bis er dann wirklich schön im Steelbook kommt. Ja, aber ich will Warner Brothers und DC so weit entgegenkommen, wie ich kann. Ich kaufe den auch zweimal. So, wir kommen zur Mystery Box. Wir kommen zum Schluss und zur Mystery Box. Erstmal bedanken wir uns natürlich wieder bei allen Patrons, die uns unterstützt haben. Ja, Dank. Und auch die uns besuchen bei den Auftritten. Wir freuen uns jedes Mal, euch zu sehen. Über die T-Shirts und alles Mögliche. Das ist wirklich ganz, ganz prima. Ja. Wir haben euch beim letzten Mal gefragt, was war die Serie, die euch durch die Pandemie gebracht hat. Und es haben sehr, sehr viele geschrieben. Und es gibt zwei Gruppen. Es gibt Leute, die geschrieben haben, das war meine Go-To-Serie, also die Serie, die mich auf eine positive Art und Weise jeden Tag irgendwie glücklich gemacht hat und mich ein bisschen abgelenkt hat. Aber es gab auch sehr viele, die gesagt haben, wir haben uns extra Serien angeguckt, von denen wir wussten, die sind jetzt so hart, das zeigt mir dann, das relativiert das Ganze. Okay. Neues aus Uhlenbusch beispielsweise. Neues aus Uhlenbusch war ganz weit vorne. Für Konstantin macht Weinen keinen Sinn. Er muss am Boden bleiben und sich die, keine Ahnung, Hoden reiben. Ich weiß nicht, was ich rein. Oh weia, oh weia, der Hahn hat keine Eier. Hat keine Eier. Oh weia, oh weia, der Hahn hat keine Eier. Dann kackt er. Und wer hat Das ist der Tobishahn. Das ist der Tobishahn, den habe ich auch mal verwechselt. Ja, aber der kackt immer ein I. Das Tier ist ja krank. Ja. Tobis? Vor allen Dingen, viele sagen, er kackt nicht das I, er legt ein Ei auf das I. Aber das kann er ja nicht, weil er ein Hahn ist. Erstmal ist ein Hahn und zum anderen kommt erstmal so ein Streifen raus. Ja, vor allen Dingen erst ein Hahn. Das ist ein Hahn. Ein Hahn, ist ein Hahn. Habt ihr euch auch mal so gefreut, wenn der kam? Habt ihr so und es ist ja nur ein Hahn, quasi Hahn Solo. Was war denn? Siehst du schon, das hat mich jemand total abgeholt. Was? Also es gab Serien wie zum Beispiel Tschernobyl, Die Brücke, da haben wir drüber gesprochen, Gary, Handmaid's Tale, aber auch Cold Mirror oder The Walking Dead, die euch auch durch die Pandemie gebracht haben. Es sind natürlich diese Klassiker dabei, wie Modern Family, King of Queens, Friends hatte sehr viele Mehrfachnennungen. Hast du gesagt, durch die Pandemie, weil die ja jetzt vorbei ist? Nein, die ist nicht vorbei, aber welche bisher? Das ist mir schon klar. Entschuldige bitte. Also, aber auch zum Beispiel... The Office! Verstehst du? Da geht man ja von aus, ich hätte die nicht gesehen. Nein, jetzt bohr doch nicht in meine offene Wunde hier. Ja, wenn sie doch offen ist. Die eitert schon. Supernatural gab es Mehrfachnennungen auch. The Detection, ganz oft wurde gesagt, The Detectorist. Das ist eine Serie, die auf Arte lief mit Mackenzie Crook, der ja im englischen Office mitgespielt hat. Die gibt es leider nicht mehr auf Arte, aber die soll so toll sein, dass man sie sich mal angucken sollte. Interesting. Dann aber auch wirklich dann so Sachen wie Ich heirate meine Familie, Sopranos. Sehr oft wurde genannt Tiger King. Das hat mich doch Tiger King, ein sensationelles Ding. Auch, aber auch. Übrigens,
Darf ich ganz kurz was zu Tiger King sagen? Ganz kurz, ja. Da ist er auf Peacock, das ist auch so ein neuer Streaming-Sender. Aber der, ganz neu. Der. Aber der Inhalt von Peacock landet auch bei Sky, deswegen erwähne ich das. Tiger King haben die eine Serie gemacht mit der McKinnon. Kate McKinnon und mit... Und mit dem anderen. Und also kein fiktiven, sondern... Und ich muss echt sagen, nach einer Folge habe ich gedacht, warum? Ja. Weil das ist, du kannst die Absurdität der Dokumentarserie, kannst du nicht toppen. Das geht nicht. Ist Peacock, ist das so ein Sender, der hat so Pimmel, die bis unendlich rechnen? NBC ist das. Ach so, Entschuldigung. Ja, das ist ja der V. Okay. Als Leittier. The Life of P. Ja. Okay, Entschuldigung. Das und es gab auch noch zwei Serien, die genannt worden sind, worauf ich mich auch sehr gefreut habe. MASH und Ein Käfig voller Helden. Ja. Die sind natürlich auch, weil die auch so lang sind und weil es so viele Staffeln sind. Also im Moment ist es bei mir, Entschuldigung, The Office, was ich mir quasi jeden Tag eine Folge angucke. Aber die Serie, die mich persönlich jetzt so ein bisschen positiv durch die Pandemie gebracht hat, ist tatsächlich This Is Us. Die sind ja gerade bei der letzten Staffel. Das ist eine sehr, sehr schöne Serie. Was hast du dir angeguckt, Gary? So, was war die Serie, wo du sagst, so, die wirst du in Jahren mit dieser Pandemie verbinden? Ich habe tatsächlich wieder in mein Regal gegriffen mit Blu-rays und habe mir ausgerechnet Alaska nochmal angeguckt. Oh, sehr schön. Ja. In dieser schönen Box, in dieser Holzbox? Ja, genau. Nee, ich habe mittlerweile eine andere, eine upgedatete. Okay, gut. Bei mir war es, will wahrscheinlich keiner wissen, doch, weil er es wahrscheinlich nochmal im Podcast zu The Office anspricht, aber... Bei mir war es The Boys. Hast du dir nochmal angeguckt? Nochmal. Ja. Einfach okay, zum einen war Keith Urban. Keith Urban? Nein. Keith Urban ist der Mann wundervoll. Von Nicole Kidman. Es gibt sehr viele, man soll es mir nicht übel nehmen, aber es gibt sehr viele Fotzen-Wortspiele. Ja. Wo stellenweise, das muss man ja auch mal so sagen, wo stellenweise auch Gegenstände dieses. Mach die Fotze an, hier ist zu wenig Licht. Das ist schon... Naja, das hat natürlich auf Deutsch einen anderen Klang, als wenn du im Englischen Kant sagst. Also Kant ist natürlich im Englischen, also im britischen Englisch, ist es gleichbedeutend. Schlecht sogar an, bei uns ist halt ein Philosoph. Ja, ist schwierig. Zum Beispiel, ja. Nee, aber im Englischen ist es mittlerweile das gleiche Wort wie Arsch. Ja. So, ne? Deswegen, die Amis regen sich natürlich darüber auch auf. Die neue Boys-Staffel steht natürlich an. Hast du die Trickserie gesehen von The Boys? Nee, hab ich die Trickserie gesehen. Es gibt nur einen Trickfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe und auf den ich mich sehr gefreut habe. Und den musste ich in Schwarz-Weiß gucken. Dazu später mehr. Ja, darüber reden wir dann auch noch. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle, die eingesendet haben und... Ich sag's jetzt mal. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor der Ziehung vor dem rechtmäßigen Zustand des Gerätes überzeugt. Hier sind die Teilnehmer. Kann ich auch mal ziehen? Wir können auch Sophie Passmann anrufen. Lass doch mal. Sie kommt gerne vorbei. Nachtragensman. Ich mag die gerne, das kannst du nicht machen. Ja, die ist absolut großartig und ein totaler The Office-Fan. Und ein totales Genie. Absolut. Also ein Lies mal ein Buch von der. Ja, ich habe alle gelesen bisher. Ja, richtig so. Alte weiße Männer, habe ich mich sehr angesprochen gefühlt. Ja, das glaube ich. So, gewonnen hat Thorsten Sträter, hat ein Ziehen gezogen. Ja. Ins Mikrofon bitte, wenn es geht. Es ist der Gewinner, es ist diesmal ein Mann, ist Steffen Kleimeier. Steffen Kleimeier. Wo kommt er denn her? Steffen Kleimeier. Es gibt manchmal auch Leute, die nicht schreiben, wo sie herkommen. Keine Steffen Post bekommen. Steffen Kleimeier bekommt unsere Mystery Box. Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, der uns unter post@streterbender-streberg schreibt. Ja. Und nur da bitte, nicht auf unseren sozialen Kanälen, sondern nur eine Mail an post@streterbender-streberg. Was ist für euch die perfekte Trilogie? Oh, die perfekte Trilogie. Perfekte Filmtrilogie. Und jetzt ihr nichts sagen. Nee, wir wollen jetzt, ne? Es gibt Trilogien, wo man sagt so, okay. Aber meinst Filmtrilogie? Nein, behalt's für dich. Ich will mal überlegen. Wahrscheinlich The Batman, wenn noch zwei Teile kommen. Was? Naja, du hast so eine Glaskugel zu Hause. Ja, eben. Das ist genau eine Glaskugel. Da geht's auf jeden Fall beim nächsten Mal drum, um die perfekte Filmtrilogie. Perfekt in dem Sinne natürlich, welche gefällt euch einfach am besten und wo ihr sagt, okay, da sind jetzt alle Teile wirklich absolut großartig. Ich habe noch ein paar Punkte, aber wir kommen ins Schwafeln und wir halten. Ich muss auch auftreten. Du musst auftreten. Wo musst du denn heute hin? Nach Alsdorf. Bei Aachen.
Das, wie gesagt, ich sag's immer wieder, ich kenne Aachen aus, nur, auch nur aus Call of Duty. Das ist diese Map mit den beiden Straßenbahnen. Aber ja, ich glaube, es ist bei Aachen, bei Alsdorf. Es ist auf jeden Fall bei Würselen. Was? Das ist bei Würselen. Ja. Würselen ist auch so eine Tätigkeit, wenn du irgendwie was suchst und ja, ich bin ja am Würselen, das weiß ich jetzt nicht. Wenn du was suchst und vergisst beim Suchen, was du eigentlich finden wolltest, das sagst du, ich weiß es nicht, ich bin ja am Würselen. Ich weiß es nicht. Lass mich doch in Ruhe. Da kommt Martin Schulz her aus Würselen. Na, guck mal. Na, siehst du mal? So, Würselen. Ja. Gibt's irgendwie, da waren, nee, wir waren nicht zusammen. Da waren. In Padawan kannst du mich Padawan nennen. Padawan. Wir waren nicht zusammen, aber wir waren schon mal in Würselen. Da gibt es nämlich diese Burg Hohenstein oder Burg Wundenstein. Da war es. Dieses Amphitheater. Ja. Da warst du auch schon öfter. Da waren null Amphibien, muss man dazu sagen. Ja. Da waren die wohl alle weg. Du hast nicht einen Leguan. Ja. Und weißt du, warum ich das noch genau weiß, warum du da warst und wann du da warst? Weil du riefst mich an. Ich war gerade am Einkaufen. Dranne. Und Thorsten rief mich an. Hennes. So fing das Gespräch an. Ich so, Thorsten, was ist los? Du musst einspringen. Und du hattest eine Doppelbuchung. Und zwar für unsere liebe Kollegin in Bahnhof Langendreher. Ja. Jetzt komme ich auf ihren Namen nicht. Boah, ey, die Veropperung. Vorleserin. Die greift auch hier ganz großartige. Ja. Und da bin ich für dich eingesprungen, weil du nach Würselen musstest zu Knacki, weil Knacki Deuser da eine Show hat. Ja, kann sein. Ganz richtig. Ja, es tut mir leid. Und jetzt weiß ich, das ist dieses schöne Amphitheater mit dieser alten Wand. Haben wir nicht Huey Lewis gesehen? Ne? Nein, wir haben Huey Lewis gesehen in Gelsenkirchen am Kanal. Ach, stimmt. Da in dem Amphitheater. Okay, es geht das wieder das los. Das war auch schön. Da haben wir Huey Lewis nicht nur gesehen, sondern auch gehört. Damals nicht übel genommen, aber jetzt, wo ich weiß, dass du statt mir Sophie Passmann eingeladen hast, wird mir einiges klar. Ich kann dich doch nicht in deinen eigenen Podcast einladen. Wann ist denn der Termin? Wir haben noch keinen Termin. Ja, das ist gut. Wir haben noch keinen Termin. Nein, das ist da achten wir jetzt ganz speziell darauf, dass du arbeitest. Habt ihr Sophie das gesagt? Wir haben noch keinen Termin, aber sei bitte pünktlich. Sophie ist auf Standby. Genau. Ich habe ihr gesagt, wenn Streter Bescheid weiß, sag ich dir Bescheid. Ist das okay für dich so? Nie im Leben hast du das gemacht. Hör auf, mir so eine Scheiße zu erzählen. Ich bin nicht vollkommen verblödet. Nein, nicht vollkommen. Nein. Nur ein bisschen. Nein. Oh mein Gott. Echt, heute ist er aber auch wirklich auf Krawall gebürstet. Auf Radau gebügelt. Ja. Komm, moderier mal ab die Scheiße. Wir moderieren ab. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen auch. Jetzt hier in wir bedanken uns bei Tim hier von den Donnerstudios. Tim! der hört dich. Gut. Okay, das war die erste Aufnahme hier und ich hoffe nicht die letzte. Ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis war. Und, das wird wohl digital jetzt aufgezeichnet, schätze ich. Ja, meine Güte, nee. Also, du meinst das Ergebnis von neue Mikrofone von der Qualität und alles. Ja, und ob die Leute auch vom Bild, ob der Thorsten nicht komplett absäuft irgendwie in dem. Ob die Kollegen sagen, ihr müsst euch mehr ausreden lassen. Nein, müssen wir nicht. Ja. Ist unser Podcast, genau, so reden wir. Genau, wir machen, was wir wollen. Es ist natürlich anstrengend, das zu hören und wir sind natürlich dankbar dafür, dass ihr uns hört. Und wir schätzen unsere Fans und die Hörer alle sehr und Hörerinnen und nicht-binäre Hörer. Aber das mit dem Ausreden, das lernen wir wahrscheinlich einfach nicht mehr. Nee. Wir gehen einfach dahin, wo es weh tut. Ja, ganz genau. Bochum. Ich packe jetzt weiter rein, ich muss jetzt los. Ja, okay. In dem Sinne. Nein, auf keinen Fall. Entweder nicht in dem Sinne, wenn dann schon in diesem Sinne. Was denn, du hast meine Taffer nicht mehr drauf? Es ist eine zweischneidige Eule. In dem Sinne. Dann sage ich jetzt das, was ich immer sagen soll. Brotneck. Brotneck? Nein. Alles Gute. Cthulhu. Alles Gute. Alles Gute auch. Beruflich. Ich mach mal so. Sehr schön. Ja. Kann man doch dazu sagen. Das war's. Bis hierhin. Du zu sagen. Vielen Dank. Bam. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Streiter, Bänder und Strehberg. So, hallo, wir kommen tatsächlich gerade aus Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Gary Streberg und unser lieber Freund Roland Heeb, den ihr auch kennt, der auch schon zu Gast war. Film, Funk und Fernsehen. Ganz genau, Drehbuchautor und Regisseur und absoluter Marvel-Fan.
Ja, was sagen wir zu diesem Film? Relativ spoilerfrei, unser Eindruck? Großer Spaß, ja. Ginge aber besser, finde ich. Wenn ihr könnt, guckt euch den Film in 3D an. Der ist wirklich in 3D gemacht. Ist es der erste Sam Raimi 3D-Horrorfilm? Ja, auf jeden Fall. Natürlich, Sam Raimi hat seit 10 Jahren keine Filme gemacht, der gute Mann. Also Drag Me to Hell ist nicht in 3D gewesen und der Boss the Great and Powerful war in 3D. Also hat er schon mal einen Horrorfilm und einen 3D-Film gemacht. Nie einen 3D-Horrorfilm. Genau. Gut, ich mochte auch die Momente, wo Raimi so durchkam. Also das mochte ich. Ein paar Mal kommt er durch. Ja, auf jeden Fall. Ist es What If als Film? Ja, kann man sagen. Ich habe What If nie gesehen. What If, die animierte... What If du das gesehen hättest, Ja, ich weiß ja, was sie meinen. Also das, was in What If bei Disney Plus schon angeteasert wird, also die alternativen Multiversen, das ist das auch. Und klar, WandaVision ist auch jetzt keine Überraschung, wenn Elizabeth Olsen quasi die zweite Hauptrolle spielt. Also Elizabeth, die war schon gut. Sie hat mindestens genauso viel zu tun wie Doctor Strange und macht sehr viel Spaß. Die ganzen Überraschungen, die drin sind, sind eigentlich keine Überraschungen mehr, kann man sagen. Dann. Kommt drauf an. Also wenn man sich ein bisschen spoilerfrei gehalten hat die letzten Monate, dann sind auch einige dabei, aber man hat natürlich einiges schon so mitbekommen. Und es ist nicht, der Anschluss direkt an Spider-Man, muss ich sagen. Ja, das hat mich auch gewundert. Ihr könnt den Film also auch sehen, wenn ihr Spider-Man No Way Home nicht gesehen habt. Wer soll das sein? Leute, die im Hochsicherheitsgefängnis waren die letzten 10 Jahre. Es wäre es natürlich super interessant gewesen, wenn ihr Everything, Everywhere, All at Once schon gesehen hättet. Weil dann könnten wir darüber diskutieren, welcher ist jetzt der spaßigere Multiverse-Film. Ich setz mir mal meine... Was ist denn der spaßigere Multiverse-Film? Also, beide schon gesehen. Ich glaube, ich hatte bei dem kleineren Film, sag ich jetzt mal, hatte ich ein bisschen mehr Spaß. Okay. Aber weil der geht ja auch über Tisch und Bänke, genauso wie hier. Und aber im Grunde sind beide wirklich im wahrsten Sinne. Ganz oft geht es über Tische und Bänke. Es gab eine Stelle, da und Sofas. Es gab eine Stelle, da hat Gary neben mir gesagt, das geht jetzt aber nicht. Da mussten wir sehr lachen. Genau, also das war so unrealistisch. Mitten in der Mitte. Und das ist die Szene, wenn ihr Luigi's Mansion 3 gespielt habt. Die ist original aus Luigi's Mansion 3. Wenn ihr Luigi's Mansion 3 gespielt habt, wisst ihr, welche Szene ich meine. Das ist wirklich, also ich will nicht sagen geklaut. Es ist eine super Szene. Es ist eine super Szene. Also aber total unrealistisch. Musik, also Danny Elfman, auch schön. Ja, aber auch da war Michael Giacchino besser, habe ich schon gesagt. Also der letzte Score ist ein Hammer von Doctor Strange. Und der hier, aber hört man sich gerne sicher nochmal an. Also wir sind zufrieden, können wir einfach nur sagen. Guckt euch den Film an, das macht Spaß. Wie gesagt, auch in 3D. 3D-Brillen kann man übrigens auch sehr gut als Sonnenbrillen benutzen. Nein, das sollte man nicht machen. Warum nicht? Wenn man erblinden möchte, dann kann man das machen. Dann lasse ich das mal. Also, hab viel Spaß im Kino und alles Gute. Jo. Das war's von uns. Auch beruflich, genau. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspanner. Kann man. Da unten, genau. Auf deinem Gesicht. Auf meinem Gesicht. Ja, genau. Dahin. Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Schön. Also falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann. Man sollte das machen. Dann ist man immer kann man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.